Wer hat eigentlich die Hausaufgaben gemacht? Oder ich frage, wer hat die Hausaufgaben nicht? Ja, das war ja klar. Wo ist überhaupt das Klassenbuch? Tobi und Kati, könnt ihr bitte das Klassenbuch holen? Und ihr macht jetzt bitte dabei. Hey, weißt du eigentlich, wo es da lang geht? Keine Ahnung. Sollen wir hingehen? Nein, bist verrückt, wir sollen das Klassenbuch holen. Sei nicht so. Lass einfach mal gucken. Nein, Kati, ehrlich, das können wir nicht machen. Nein, jetzt komm! Sei nicht immer so ein Schisser! Komm, Kati! Bleib doch hier! Wow! Gar nicht gut, gar nicht gut. Nein, wag es nicht, Kati. Kati! Kati, nein! Kati! Warum? Guten Morgen, meine wundervollen Blumen in meinem wunderschönen Garten. Seid ihr bitte leise? Geschichte ist wichtig. Was braucht ihr fürs Leben? Hört ihr bitte auf zu tuscheln? Danke. Gerne. Wie lautet unsere Devise? Make love. No, go. Für alle die das Tafelbild von gestern noch nicht kopiert haben, übernehmt ihr das bitte. Und wie ihr euch vielleicht erinnert, letzte Stunde besprachen wir, welche Freunde Bismarck hatte, um seine wunderschönen Pläne in Deutschland umzusetzen. Heute werden wir anhand dieser Karte besprechen, wo er diese Happenings veranstaltet hat mit seinen Freunden, damit überhaupt dieses wunderbare, wunderbare Deutschland entstehen kann. Was ist das denn? Ein Handy? Ein was? Sowas ähnliches wie ein Taschenrechner? Was ist bitte schön ein Taschenrechner? Kein Netz? Nein, meine Flammen! Geschichte ist Leben. Wollt ihr leben? Wollt ihr das? Und ihr bestimmt das Leben in der Zukunft. Auf euch beruhen Zukunftsgenerationen. Kennst du schon die neue Platte von Cookie Dingler? Nee, sorry. Und damit ihr unsere, die bereits passierte Geschichte, die genauso wichtig ist, nicht vergesst, möchte ich euch nächste Woche darüber abfragen. Was haltet ihr davon? Seid ihr bitte leise? Helmut. Auf Wiedersehen! So, warte doch. Ihr müsst doch eile mit was. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh, ich hab keine Ahnung. Nee, echt nicht. Wir müssen hier weg. Ja. Ich finde dich total süß, deine Elisabeth 9b. Elisabeth 9b? Wer ist das denn?